Hallo und herzlich willkommen hier bei Technik Obst und ich mache hier mal eine kurze Zusammenfassung, was Apple gestern auf dem iPhone S 4.0 Sneak Peek Event vorgestellt hat. Und zwar, welche neuen Funktionen es für das iPhone S 4.0 gibt, wann es kommt, also für welche Plattform es alles kommt. Und ich kann vorweg sagen, es wurde nur iPhone S 4.0 vorgestellt, keine neue Hardware, nichts in der Hinsicht. Dann ist es so, wir fangen einfach mal an. Apple hat sieben große neue Errungenschaften vorgestellt. Es gibt 1500 neue APIs, also Entwicklerschnittstellen, sowas wie, dass die Entwickler auf den Kalender zugreifen können, auf die Fotos-App und so weiter und so fort. Da gibt es 1500 neue und es gibt 100 neue User-Features und wir zeigen euch einfach mal sieben genauere und ich bin hier dazu auf Engadget und das erste, was sie vorgestellt haben und das größte ist nun mal auch Multitasking kommt fürs iPhone 3GS, für das iPad und für den iPod Touch dritte Generation, alles darunter bekommt das iPhone 4.0 zwar auch, wobei nicht alles, sondern nur das iPhone 3G und iPod Touch zweite Generation, aber kein Multitasking. Das ist wichtig. Multitasking gibt es nur auf dem iPhone 3GS, auf dem iPad und auf dem iPod Touch dritte Generation. Und das Multitasking, wir können da hier mal reinschauen, das funktioniert in der Weise. Das heißt, ihr könnt das hier sehen, ihr habt hier zum Beispiel Safari und drückt doppelt auf den Home-Button, den ihr hier unten ja findet. Und dann geht das in diesen Modus über. Ihr habt hier immer noch Safari oben, aber ihr habt jetzt unten statt diesem Dock alle aktiven Icons. Das heißt, ihr könnt dann auch mit dem Swipe nach rechts und links alle aktiven Programme wechseln und ihr seht dann diese Programme nicht so wie bei Xcosy auf dem Mac, sondern in dieser Icon-Ansicht. Und so habt ihr sie dann und könnt dann zu einem Programm wechseln, zum Beispiel jetzt hier zu eBay und könnt dann auch, hier seht ihr das nochmal so, so sieht dann normalerweise euer Homescreen aus und hier habt ihr unten dann diesen Switcher, diesen Fast App Switcher wurde das genannt und ihr könnt zum Beispiel dann Internetradio auch im Hintergrund laufen lassen, das heißt zu diesem Multitasking habt ihr Hintergrund, es kann im Hintergrund laufen, ihr könnt schnell wechseln, das heißt zum Beispiel ihr könnt ein Game spielen, doppelt drücken. Zum Beispiel einen Skype-Call annehmen, das heißt, ihr könnt Skype im Hintergrund laufen lassen und Calls annehmen. Wenn ihr dann zum Beispiel einen Call bekommt, könnt ihr den annehmen, dann wechselt er ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob er dann direkt wechselt, aber zum Beispiel, wenn ihr dann wechselt, dann friert das Game sozusagen da, wo es gerade ist, ein. Das heißt, ihr fahrt gerade mal Real Racing, HD zum Beispiel auf dem iPad irgendwo lang, in der Kurve, dann friert das ein. Wenn ihr doppelt klickt, geht zur anderen App, kommt wieder zurück und seid dann wieder genau da in dieser Kurve. Und das ist wirklich wichtig. Das heißt, ihr könnt im Hintergrund laufen lassen, schnell zu anderen Programmen wechseln. Und das ist halt das Killer-Feature überhaupt. Multitasking auf dem iPad. Und ich will mal zurück zu Engadget. Dann, was wurde als nächstes noch vorgestellt? Und zwar gibt es ein Game Center. Und das können wir uns auch machen. Das ist so wie bei Xbox Live. Das heißt, ihr habt so ein Netzwerk, so ein Social Gaming Netzwerk. Ihr könnt Freunde einladen, ihr habt Hitlisten, Leaderboards, Achievements und Matchmaking könnt ihr machen. Und sowas halt, wie es bei Xbox Live auch gibt. Über den Games könnt ihr noch über diesen Knopf auf dem Controller dieses Xbox Live XBL aufrufen und dann halt. Ihr habt diesen sozialen Aspekt in der Hinsicht. Dann gibt es iBooks auch demnächst fürs iPhone. Ihr habt Enterprise-Features, ihr habt Mail wurde verbessert, und zwar habt ihr eine Universal-Inbox. Ihr könnt mehrere Exchange-Accounts einrichten. Und in dieser Universal-Box bedeutet halt, dass ihr nicht immer in den einen Account reingeht, dann wieder raus und den anderen rein, sondern ihr könnt einen für alle, und das finde ich auch wirklich sehr ein geiles Feature, dann könnt ihr Ordner erstellen, das sind auch so Sachen, Multitasking-Ordner, das hören die Leute von Google und von Dings und sagen, ja, das haben wir doch alles schon längst. Jetzt hat Apple aber auch, und zwar App-Folder, das könnt ihr erstellen. Ihr nehmt dazu einfach, ich kann euch das mal ganz kurz erläutern, ihr könnt ja hier, wenn ihr eine App gedrückt haltet, dann fangen die ja so an, sich zu bewegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, die man verändern kann. Und ihr müsst jetzt nur das eine App-Icon auf das andere bewegen und dann wird automatisch ein Ordner erstellt. Das heißt, per Drag and Drop ein Icon auf das andere, dann wird ein Ordner erstellt und er wird so genannt, erstmal automatisch, wie die Kategorie heißt, aus der diese beiden Apps stammen. Und das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Ordner für Games erstellen und den zum Beispiel auch sehr geil im Dock platzieren. Das heißt, ihr habt den Ordner ja immer und ihr könnt da bis zu 10 Programme in einen Ordner reinpacken und somit könnt ihr statt 180
glaube ich, bisher Apps, die auf dem iPhone packen können, 2160 Apps platzieren. Wer auch immer das ausnutzen möchte, kann das jetzt tun. Und Bluetooth Keyboard Support wird kommen, was ja beim iPad angekündigt wurde. Und auch fürs iPhone dann. Dann gibt es, ihr könnt Hintergrund-Wallpaper, wie es jetzt schon beim iPad geht, könnt ihr dann auch beim iPhone machen. Ihr könnt Playlisten erstellen. Ihr habt Tab-Fokus bei Video-Recording, was ihr auch jetzt schon beim iPhone 3GS für Fotos habt. Und fünffachen digitalen Zoom. Ihr habt Photo Library Access, Quick Look, Accelerate, das ist auch ein interessantes Feature. Dann, was hatten wir denn noch? Ah, ganz wichtig, iAd. Apple hat iAd ihren Mobile Advertising Dienst vorgestellt. Und es ist wirklich das, was es ist halt, Apple bietet jetzt neben Google mit AdSense auch einen Advertising-Dienst für die Entwickler an. Das heißt, das Ganze soll in einem Nachmittag zu erledigen sein, genauso wie Multitasking. Pandora war da und die haben gesagt, die haben einen Tag gebraucht, um Multitasking, also Pandora Multitasking fähig zu machen. Und iAd ist halt der Mobile Advertising-Dienst, also Werbung schalten in den Apps direkt beim Entwickeln der App, weil es iAd befindet sich ja mit im iPhone-OS-System und iAd sieht dann so aus, wie ihr kennt das bei YouTube, da poppt dann unten so Werbung auf, die ihr wegklicken könnt und so. Ihr könnt dann draufklicken und das Ganze wirkt wie eine eigene App. Das heißt, das ist nicht nur ein Bild, was ihr seht und dann auf eine Website gelangt, sondern durch dieses Fast App Switching Multitasking könnt ihr dann auf diese Werbung klicken und dann könnt ihr euch von da Wallpapers kriegen. Ihr könnt, da gibt es Minispiele, da gibt es Videos, die ihr gucken könnt und alles innerhalb dieser Werbung. Das sieht dann wirklich aus wie eine richtige App, wie so eine Sub-App. Und was das in Zukunft bringen wird, bleibt noch offen. Es kann sein, dass viele Apps, die momentan was kosten, so à la Ngimoco erstmal kostenlos sind. Und ihr dann halt Werbung seht, werden sehen, wie weit das halt den App Store beeinflussen wird. Aber ich bin da sehr gespannt drauf. Mobile Advertising. Wie gesagt, wir haben Multitasking, wir haben Ordner, wir haben iAd, wir haben Multitasking, wieso das absolute Highlight-Feature. Wann das Ganze kommen wird, kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Es kommt für iPhone im Sommer, für iPhone 3GS und iPod Touch, denke ich dann auch. Wahrscheinlich zusammen mit dem neuen iPhone zur WWDC im Juni bis Juli. Ich glaube, 27. Juni oder 27. Juli waren jetzt im Gespräch. Und wahrscheinlich so um den Dreh. Fürs iPad komischerweise erst im Herbst. Da ein bisschen später. Da wird man halt noch ein bisschen warten müssen, was schade ist. Das Ganze wird meiner Meinung nach, es wurde jetzt nicht genannt, aber fürs iPhone nichts kosten, fürs iPad nichts kosten, für den iPod Touch wahrscheinlich schon. Was weiß man nicht, natürlich. Wie gesagt, wurde nicht weiter erwähnt. So, dann haben wir Background Audio, habe ich schon gesagt. Background VoIP, also wie gesagt, ihr könnt Skype minimieren sozusagen und andere Sachen machen, Doodle Jump spielen und dann zum Beispiel einen Call annehmen. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, iPhone OS 4.0 wurde vorgestellt. Und ein paar iPad-Apps noch ein paar zuvor, ein paar Zahlen. Und Zahlen haben wir, gucken wir mal ganz schnell, ob wir die hier noch haben. Genau, 450.000 iPads wurden an diesem Tag, also bis zu diesem Tage verkauft. 50 Millionen iPhones. 3.500 iPad-Apps gibt es bisher. Über 185.000 iPhone-Apps. Und also eine Menge super toller Zahlen für uns. Und ja. Das war's von diesem Event. Es gab 7 gute neue Features und noch 93 andere für uns. Was das alles sind, das wird man erst später so erfahren. Diese 7 hat Apple vorgestellt: Multitasking, Ordner und noch die ganzen anderen iBooks, Bluetooth Keyboard aktivieren, verbesserte Mail-Funktionen, Enterprise, Game Center. Und so weiter und so fort. Das war's von diesem Event, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr wart beim Livestream dabei. Wenn nicht, dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder ein Event gibt und ich das live berichten werde. Wie gesagt, folgt mir auf Twitter für exklusive Informationen. Abonniert diesen Channel, um immer aktuell live dabei zu sein. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag beim nächsten Video. Bis dann.